So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 4 Persos Mandat. Wir beschäftigen uns mal mit den Bonusmissionen. Klinik, Arena und Sprint. Mal gucken, was das ist. Ja, Durchschnitt. Kämpf deinen Weg durch Gegner zum Ziel. Okay. Ja, sie geben uns direkt übertrieben starke Waffen mit. Also Pistolen. Wir starten mit 100-100. Nee, durch den Nebel übersieht man nichts. Ja. Sieht für mich ja schon mal ganz hart danach aus, dass wir hier nicht weiterkommen. Ah, hier. Wenn Sie dem jetzt noch ein bisschen Geschichte dazu geben, wäre das noch besser. Wenn Sie jetzt sagen, hier was nebenbei in Krankenhaus passiert. Oder kurz vor Sturmaufgang. Quasi so Nebenschlachtplätze oder Nebenkampfplätze von der Hauptmission. Was wird das Ganze? Glaube ich noch ein bisschen aufpeppen. Falsche Taste, ich weiß. Aber wir haben keinen Schaden genommen. Das war eine Granate. Who cares? Da wollen wir lang. Hier ist nichts drin. Aber hier liegt auch nichts rum. Glaube ich. Echt jetzt? Ich habe meine einzige Granate verworfen und dann kommt so einer. You cannot save now. Immer schön auf den Kopf halten. Wie war das nochmal? Pistolen sind nicht übertrieben stark? Doch. Doch, sind sie. Ich habe jetzt 41 Schuss abgegeben. Ammo voll. Und hier liegen bereits die nächsten. Ah, du bist tot. Ja, Combat Pumpgun will keiner haben. 60. 19 Schuss sind raus, drei Gegner sind tot.
3, 4? 4 Gegner sind tot. Kann ich jetzt speichern? Nein. Dürfte jetzt den Rest der Truppe nicht alarmiert haben. Hat es aber. Lass doch den Scheiß mit dem Schrotflint, das will keiner. You see? Okay. Ich glaube, wir haben noch keine Rüstung außer den ersten beiden oder den ersten drei voll aufgesammelt, oder? Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, aber die hier sahen mir nicht so aus, als hätten wir sie voll verbraucht. Ach, guck mal einer an. Gut, dass ich nicht so mit den Medipacks um mich schmeiße. Bin mal gespannt, wie viele Health Upgrades wir insgesamt finden werden. Wäre cool, wenn es da noch eine Anzeige gibt, wie viele es überhaupt gibt. Ich will gar nicht wissen, wie du es geschafft hast, hier unten das Ding zu sprengen. Einigen wir uns auf unfaire Spielweise. Ich glaube, dem können alle zustimmen. Ah, ist schon die zweite Feuerlöscher-Explosion, die ich fast töte. Warum alle mit Schrot, bitte? Nur um mich zu nerven, oder wie? Bin mir sicher, das Spiel weiß, wie sehr ich diese Waffe nicht mag. Du bist nur eine Pflanze. Dich schieße ich nie. Die Schrot nehme ich auch nicht mehr. Nicht solange ich Kugeln in der Pistole habe. Yay. Ich sollte echt mal einen Shooter zusammen mit jemandem spielen, der Schrotflinten mag. Wir würden uns so gut verstehen, was die Waffenaufteilung angeht. Er oder sie kann jede Art von Schrotflinten haben und ich beschäftige mich mit Pistolen, Sniper Rifles und notfalls Sturmgewehren. Dafür kann sie wieder alle Granaten und Granatenwerfer haben. Okay, nichts hinter mir. Mir fehlt hier echt die Speicherfunktion. Ja, three men down, ist richtig.
Okay, dass das die Gegner aufschreckt, war ja beabsichtigt. Ihr wollt mich so ein bisschen verarschen, oder? Ein Granatenwerfer. So einen richtigen Granatenwerfer hier. Wer schreit denn die ganze Zeit? Hier ja wohl niemand. Explosive Gastanks werden hier in Massen gelagert. Och, komm bitte. Nicht die Laserknarre. Jetzt wird's albern. Guck mal, ich habe eine Laser-Piu-Piu. Mhm. Schön. Schön gemacht. Ah, das waren neue Pistolen, okay. Man könnte sagen, die 7 Schuss, die fehlen, sind auf Feuerlöcher draufgegangen. So. Jo. Ich muss schon wieder Rüstung liegen lassen hier. Hier ist jetzt erstmal kein Ziel mehr zu sehen. I've got a visual. Take cover. Team fan out. Negative. We can't stop him. Versucht ihr das überhaupt nicht aufzuhalten oder ist das mehr so Alibi-mäßig? Ja, wir waren ja auch da. Reinforcements.
Jo. Dann würde ich mal sagen, spiele ich noch mal bis zu der Stelle und schneid wieder rein. Bis gleich.